Hallihallo, herzlich willkommen zu heutigen Bastelvideo Do-It-Yourself Halloween. Wir fangen an mit solchen kleinen Fimo-Kürbissen, mit denen man so ein Halloween-Bäumchen schmücken kann. Und ich zeige euch auch, wie ihr euch süße Kürbis-Magnette für den Kühlschrank machen könnt. Also viel Spaß! Für die Kürbisse brauchen wir einen Orangenfimo, grünen und einen braunen Fimo. Und zuerst werden wir die Masse ordentlich durchkneten. Für die Kühlschrankmagnete brauchen wir einen Fimo-Roller oder gewöhnlichen Nudelroller und rollen eben so eine kleine Kugel aus dem Orangenfimo flach. Dann nehmt ihr euch irgendein Tool, entweder von Stedler für Fimo oder es kann ein Küchenmesser sein, und wir schneiden die Form von einem Kürbis raus, also so ein Umriss. Wenn es euch schwer fällt, so freihand, könnt ihr euch gerne eine Vorlage aus dem Papier machen, aufs Fimo drauflegen und dann die Umrisse nachziehen. Um den Kürbis etwas plastischer aussehen zu lassen, drücken wir ein bisschen kleine Rillen ein, damit wir andeuten die Teile, aus denen ein Kürbis besteht. Und jetzt machen wir die Kürbisse für unseren Halloween-Christbaum. Wir machen so eine kleine Kugel und mit einem Tool drücken wir seitlich bis zu der Mitte etwas mit einem Tool ein, damit das wieder aussieht wie die Form von Kürbis, weil die ja so bauchig ist. Und dann könnt ihr das ein bisschen an den Enden noch flach drücken und ein bisschen ausbessern. Und so schaut der Kürbis mal aus. Und wir werden uns jetzt braunen Fimo nehmen und machen die Stöpsel, die oben am Kürbis sind. Sie werden flach gedrückt für die Kühlschrankmagnete und sie werden belassen, so ein bisschen dicker für die kleinen Kürbisse. Einfach ausrollen am besten und wie gesagt für Kühlschrankmagnete flach drücken. Man kann mit einem Tool so ein bisschen Struktur hineindrücken, und für die kleinen Kürbisse machen wir so einen kleinen Roller und drücken das oben an. Und dann basteln wir uns Blätter und Äste. Blätter werden flach gemacht und ein bisschen Struktur drücken wir wieder mit einem Tool hinein. Und dann machen wir so ganz kleine dünne Roller, die wir so wie eine Spirale eindrehen, die die kleinen Äste, die bei Kürbissen oft sind, darstellen sollten. Mit einem Zahnstocher oder mit so einem Stück Draht, so wie es bei mir ist, machen wir in die Kürbisse für den Halloweenbaum ein Loch, damit wir später einen durchsichtigen Faden durchziehen können. Alle Figuren werden auf ein Backpapier, auf ein Ofenrost draufgelegt und bei 110 Grad 30 Minuten gebacken. Und wenn die dann abgekühlt sind, ziehen wir so eine durchsichtige Schnur durch und machen unten einen Knoten. Die Schnur habe ich beim Künstlerbedarf gekauft und sie hat den Vorteil, dass sie sehr steif ist und somit braucht man keine Nadel.
Beim Pagro oder bei irgendeinem anderen Papierladen kannst du dir so kleine Magnete kaufen und irgendeinen guten Kleber, der schnell trocknet. Und das ist eigentlich der ganze Zauber für die Kühlschrankmagnete. Man nimmt die fertigen Kürbisse und klebt die oben auf die Magnete drauf und das war's. Ja, so machen wir diese süßen Kürbisse. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt es natürlich an eine kleinere Schlaufe machen, ihr könnt es auf einen Haken geben. Die Größe von den Kürbissen hängt voll von euch ab, es ist einfach nur eine Idee. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann würde mich natürlich ein Kommentar oder ein Däumchen hoch freuen. In dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man diese Dinge bastelt. Das heißt, ein Schädel und einen Geist. Und das war's für heute. Falls ihr noch nicht abonniert, es würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch über Facebook und Instagram folgen. Und ich danke allen fürs Zuschauen. Infos zu den Seiten findet ihr unten. Nein, nicht Infos. Links zu den Seiten, Facebook-Seite und Instagram findet ihr unten. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Halloween-Video mit euch. Tschüss!